Fahrt, ihr Lieben! Gut Fahrt wieder zusammen. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ihr die Sternbilder sehen konntet. Noch kann man sie sehen. Die Venus ist sehr hell. Immer noch zurzeit. Guckt einfach mal raus. Auch schon bei Abenddämmerung kann man sie sehr, sehr gut beobachten. Genau. Ich bin Annika. Das ist Manuel. Und hier, ja, ihr wisst es schon, bestimmt ahnt ihr es. Es ist nicht Mathilda. Ja, Mathilda hat natürlich Husten. Es ist Igor, den wir heute begrüßen dürfen. Und Igor hat einiges für uns heute auch vorbereitet, mit dem wir nachher arbeiten dürfen. Wir wollen was richtig Krasses bauen, richtig pfadfinderisch aktiv werden und das werdet ihr dann sehen. Ja, und wir wollen unter anderem auch noch pfeifen heute und wir werden auch noch über Gemeinschaft statt Einsamkeit sprechen. Eine weitere Sache, über die wir sprechen können, ist etwas, was wir an uns tragen. Ein besonderes Abzeichen. Igor setzt sich da mal hin. So. Und zwar das Liegedealer-Abzeichen. So. Da seht ihr das aber gut. Genau. Dieses Abzeichen, da steht Liegedealer schon mal drüber, also unverkennbar, dass es das bedeutet. Dann sind die Liegedealer die Pfadfinder aus unserem Bund, die hier im Norden beheimatet sind. Also Hamburg ist in der Mitte das Türkise, dann Schleswig-Holstein blau, Niedersachsen orange-rot und grün ist Mecklenburg-Vorpommern. Ja, diese ganzen Schiffe segeln auf drei Wellen und diese drei Wellen, das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist die Dreieinigkeit, auf denen wir segeln dürfen. Und darunter sehen wir noch einen Knoten. Dieser Knoten steht für Zusammenhalt. Genau, die Sonne ist der Hintergrund, strahlt einfach die Hoffnung, die wir haben, aus. Und das Ganze wird von so einem Deutschlandband, also Schwarz-Rot-Gold, umrandet. Einfach als Erkennungszeichen, dass wir deutsche Pfadfinder sind. Ja, also irgendwie... Ja, ich rieche es gerade auch. Warst du das? Nee, Igor? Sag mal... Alles gut mit dir? Das müssen wir mal irgendwie auf den Grund gehen. Das werden wir erkunden. Okay, heute wird es um ein Seil gehen. In dem Impuls. Und nach dem Impuls wollen wir einen fetten Turm bauen. Dieser Turm hat mehrere Elemente, genauso wie auch ein Seil aus mehreren Elementen besteht. Und passend dazu habe ich einen Bibeltext gefunden, den ich einmal vorlesen möchte. Er steht in Prediger 4, Vers 9 bis 12. Ich lese sie einmal vor. Ich habe hier eine Übersetzung, die ist ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, man versteht, was damit gemeint ist. Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine den anderen Gefährten wieder auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, der ihn wieder aufrichten kann. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen beiden warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm alleine warm werden? Und wenn einer den anderen überwältigt, also oder wenn er überwältigt wird von jemand anderem, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Also zusammen ist man stärker und kann sich gegen die anderen wehren. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen, wie eine, die vielleicht nur aus einem Strang besteht. Dieses Seil hier besteht nicht nur aus einer Schnur, sondern, ich mach's mal, Messer. Das ist scharf. Und jetzt schauen wir uns mal an, aus was dieses Seil hier besteht. Wenn ich es auseinandernehme, dann habe ich hier drei Schnüre. Ein dreifaches Seil, genauso wie in diesem Text. Und ein dreifaches Seil kann ich zum Beispiel auch wieder zusammenbinden zu einem Auge. Das nennt sich dann Spleißen.
ist ein Fachbegriff. Und dann kann ich, wenn ich die hier so wieder rumbewege und hier einflechte, kann ich daraus ein Auge herstellen. Und das ist richtig stark. Warum? Weil diese drei Fäden sich hier drin so hineinflechten und zusammen so stark sind, dass ich sie nicht herausreißen kann. Hätte ich jetzt nur ein einzelnes und hätte es damit drin reingeflochten, das wird nicht halten. Oder wenn ich jetzt einfach nur ein Ende habe und damit versuche hier irgendwie ein Auge zu machen, das hält nicht. Aber alles, was aus mehreren Sachen besteht und ich hier reinflechte und ganz eng miteinander verflechte, das ist Gemeinschaft. Und echte Gemeinschaft, das ist das, was wir oft brauchen. Wir brauchen Gemeinschaft statt Einsamkeit. Das ist gerade zu dieser Zeit natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist das, was wir tatsächlich brauchen. Und das ist das, wo wir uns als Menschen auch nachsehen und wo wir uns sicher fühlen. Und heute im Gebet, lass uns dafür beten, dass die Menschen, die einsam sind, vielleicht fühlst du dich auch einsam, dass diese Menschen Gemeinschaft erleben. Und auch wenn es jetzt gerade schwierig ist zu Zeiten des Coronas, mindestens die Gemeinschaft mit Jesus dürfen wir haben. Also auch gerade jetzt, wo wir uns isoliert fühlen können und wo wir auch zum Beispiel nicht zur Schule oder in Kindergarten, Uni oder zur Arbeit manchmal gehen können, gerade da können wir die Gemeinschaft mit Jesus suchen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen gemeinsam beten, bevor wir den heftigen Turm bauen. Lass uns beten. Gott, bitte hilf uns, dass es uns gelingt, selbst in dieser Zeit zusammenzuhalten und füreinander da zu sein. Danke, dass du uns einander geschenkt hast. Danke für meine Eltern und meine Geschwister. Du weißt, ich streite mich immer wieder mit ihnen, aber danke, dass sie da sind und dass wir dadurch stärker sind und zusammenhalten können. Hilf uns, dass wir Gemeinschaft in der Familie haben und füreinander da sind und uns gegenseitig helfen. Hilf mir zu sehen, wo ich meine Mama unterstützen kann, weil zusammen sind wir stark. Und hilf uns, dass wir sehen, wo Menschen einsam und alleine sind. Dass diese Menschen Gemeinschaft finden und zeig mir, wo ich meinen Beitrag leisten kann. Danke, dass du mit da bist. Amen. Und ihr ahnt es schon, an dieser Stelle singen wir wieder was gemeinsam. Und das Lied ist Groß ist unser Gott. Ja, in Gemeinschaft wollen wir zusammen singen. Singt vor dem Bildschirm. Und natürlich haben wir auch wieder Verstärkung. Und singen so richtig laut. Unter anderem natürlich auch mit unserer Biberfamilie. Igor hat ein Instrument. Ja, was ist denn das für ein Instrument? Igor? Okay, ein Grashalm hat er wohl mit. Also wie du darauf Musik machen möchtest, das musst du uns auch erstmal zeigen. Aber lass uns gemeinsam singen. Groß ist unser Gott. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Er allein regiert über Raum und Zeit. Souveräner Stern, Schöpfer dieser Welt.